Darf ich fragen, wie war die Massage? Sehr, sehr gut. Mhm. Ich habe von meinem ältesten Sohn und seiner Frau zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt bekommen, weil ich mal was für mich tun sollte. Und bin dann das erste Mal bei Rose gewesen oder hierher gekommen und wusste ja nicht, wie das hier abläuft. Mhm. Und habe dann erst Infrarotsauna bekommen und ein Fußbad mit Orangenschalen und Zitrone. Und dann kam noch ein Tuch, wo ich, ich denke mal, chinesisches Öl oder so, oder Eukalyptusöl, das Peppermint. Pfefferminzöl inhalieren konnte. Das war sehr, sehr angenehm. Und dann haben wir den Raum gewechselt und mit der Massage angefangen. Ja. Und das war erst sehr schmerzhaft, weil ich völlig verspannt war. Aber während der Massage merkte ich schon, dass mir das richtig gut tut. Und wenn Rose dann an den bestimmten Stellen fertig war, fühlte es sich total toll an. Und weißt du was? Deine Rückzieherverspannung, was ich mag, Warmkissen. Das ist sehr angenehm, oder? Sehr, sehr angenehm. Wärmekissen, genau, genau. Ja. Die Wärmekissen lagen, bevor du massiert hast, erstmal auf den Stellen und dann kam die Massage. Das war sehr, sehr schön. Ich bedanke mich sehr, aber bitte, heute, manchmal, du hast danach Verspannung, das ist sehr, sehr hart. Mhm. Und heute, ich massage, Jet ist besser, aber was, die kann mir besser machen, Übungen zu Hause. Ja. Ah, okay. Ja. Und dann Entspannung, und dann gehen zur Massage, wie regelmäßig. Okay. Weil wir kann nichts selber machen. Nein. Nein, das können wir nicht. Das stimmt. Ja, der muss gucken, wo ist sicher. Ja. Weil obwohl wir haben warm Infrarotsauna, warm Fußbad, warm Therapie, ganze Erholung. Ja. Der noch Schmerzen, noch tut weh, wenn ich massage. Ja, ja. Deswegen denke, wenn wir kommen und ohne, ist nicht gut. Nee, das stimmt. Das ist, und jetzt fühle ich mich wie neugeboren. Das ist total schön. Ich möchte jetzt einfach nur schlafen. Die Bruder da ist nur, möchte schlafen. So, bitte mehr trinken. Ja. Und dann, das ist da, wie wir bringen übersäuert weg. Ja. Übersäuert weg bei Essen, bei Massage, bei Trinken, bei Sport machen. Mhm. Mach doch. Ja. Das ist sehr gut für unsere Liebe. Ja. Liebe sich selbst mehr. Ja. Gut. Okay, ich versuche. Vielen Dank.